Zauberkarte. Und dann öffnet sich schon die Tür zum Styling. Hereinspaziert. Komm, Vincent. Das ist übrigens Nadine. Hi, Nadine. Hallo. Grüß dich. Hi. Geht's gut? Sehr, sehr gut. Und ich sehe schon, da sind so ein paar Sachen vorbereitet. Nadine kümmert sich um ganz viele Moderatoren bei uns. Alice ist eigentlich für mich zuständig und auch für den Stefan. Aber Alice ist heute nicht da, deswegen ist die Nadine da. Da können die sich immer ganz gut abwechseln. Und da habt ihr so ein paar Sachen rausgelegt. Also zum Beispiel, Galileo ist ja recht locker, recht leger. Und ich bin ja auch sehr gerne locker, leger. Und da ist zum Beispiel, ja, das da hier, was ist das? Ein Rock, oder? Das ist ein Rock, genau. Der so ein bisschen High-Waist, ein bisschen höher in der Taille sitzt und eben mit der Bluse kombiniert. Ja, das ist doch schön. Das ist so ganz Galileo-mäßig, gell? Das ist ganz toll. Und, gefällt euch das? Also ich finde es ganz schön. Wir haben noch das Jeanshemd mit dem Rock. Oh, das ist ja auch super. Super trendy. Oh, okay, das ist meine Lieblingskombi. Was sagt ihr? Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Echt schön. Das ist super. Also so sieht das Styling aus. Ich kann euch auch noch mal meinen Schrank zeigen. Da huschen, oh, Entschuldige. Ah, Mist. Sorry. So, schau mal. Vincent, komm mal hier rüber. Da zum Beispiel. Das da ist beispielsweise mein Schrank hier. Und hier gibt es super viele Schuhe. Schuhe. Und nochmal Schuhe und da unten Schuhe und überall Schuhe. Und mein Lieblingsschuh ist der hier und der hier. Das sind meine beiden Lieblingsschuhe. Die ziehe ich am allerliebsten an. Die sind total gemütlich. Und was ist da? Ah, da ist was runtergefallen. Ah, die ist ja auch cool, genau. So, also das ist... Unordnung. Ich habe bloß gesehen, dass da was runtergefallen ist. Niemals, niemals. Nein, nein. So, gut, das wäre, das ist das Styling hier. Schau mal, Vincent. Und dann machen wir einfach einen Schritt weiter und gehen rüber zur Maske. Ah, stopp, bevor wir zur Maske gehen. Wir haben noch mal Don't Stop Gaming gemacht. Ja? Und danach war ich so, als ich dann raus bin, war ich so dermaßen müde. Ich habe mich danach hier hingelegt auf dieses Sofa und habe dann da gepennt. Einfach gepennt. Deswegen ist es hier echt ganz gut. Hier kommt auch keiner rein, außer die Leute vom Styling, von der Maske und ein paar Aufnahmeleiter. Und ansonsten kommt niemand rein. Da kann man dann auch schlafen. Das ist Andrea! Hallo! Hallo Vincent! Hallo! Die Hallo. Andrea ist mein totaler Schatz. Die habe ich so lieb. Das ist echt super und die schminkt so klasse. Und meistens ist die Andrea da und wenn ich irgendwo anders mal einen Job habe, ist die Andrea auch meistens da. Eigentlich bist du immer da, genau. Immer weil da, wo du bist. Total. So, so läuft das hier ab. Das hier ist das ganze Schminkzeug. Die Mädchenwelt. Das ist echt, was ist denn am beliebtesten? Am beliebtesten bei Mädels. Bei Mädels alles, was glitzert, alles, was schimmert. Hier sowas zum Beispiel. So, oh. Mensch, Vinz, das ist für dich ja total interessant jetzt das auch. Ist total ne? Das ist. Ich will schon mal sehen. Ja. Also ich kenne mich jetzt damit nicht so gut aus, aber ich muss mich damit ja auch zum Glück nicht auskennen. Ja. Und ich hole mir immer super tolle Tipps bei Andrea. Von der wie lange brauchst du in der Maske? Gar nicht so lang. Also nachdem Andrea jetzt echt auch flott ist, sind wir, ich glaube, eine Stunde und wir haben dann Haare und Maske fertig, sowas. Und alles, was die letzte Woche passiert ist, auch bequatscht. Ja, ja stimmt, das genau. Es kostet viel Zeit. Genau, das muss man natürlich auch. Aber so eine Stunde muss man schon einplanen. Ja. Und wenn man aber wirklich Zeit haben will, dann kann man auch ehrlich gesagt 1,5 Stunden einplanen, weil dann muss auch keiner hetzen, oder? Ich meine, ja. Es ist tatsächlich so oft so, dass ich hier ankomme und ich komme meistens ein bisschen später. Es ist halt, wir fangen ja immer recht früh an und dann bin ich ein bisschen später dran. Und dann ist es so, dass Andrea dann echt in Turbogeschwindigkeit das alles macht. Also wir schaffen es auch schon, haben es auch schon in einer halben Stunde geschafft. Auch schon, ja. Der Stefan ist ja auch so, das ist ganz witzig. Eimann, Stefan, die gehen ja auch recht flott. Da braucht man ja auch nicht so viel. Nee. Eben, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ich finde es ganz gut, dass wir hier so ein lustiges Team sind. Ein ganz entspanntes Team. Ja, das ist wirklich entspannt. Eine Galileo-Familie sozusagen. Ja, genau. Also ihr seht, das ist die Maske.
Und es ist wirklich immer sehr schön bei uns. Es macht total viel Spaß. Man kommt einfach gerne in die Arbeit. Und ich lasse mich jetzt, wo ich eh schon da bin und Andrea auch angefangen hat, lasse ich sie jetzt einfach mal weiter schminken. Vielleicht gehe ich heute noch auf eine Party oder so. Wäre auch möglich. Und ihr könnt euch doch einfach noch ein bisschen weiterklicken.